Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir befinden uns gerade hier in der Zone und möchten noch ein bisschen den restlichen Kram suchen. Ja, bin gespannt, wie es so läuft. Genau, wir hatten das letzte Mal diesen Bunker gefunden und jetzt suchen wir noch ein bisschen weiter, was es noch so gibt. Sehr gut. Läuft ja schon mal gut. Ich hoffe, das geht so weiter, dass wir alle weiteren Kisten, die so wir finden, viele Pflanzen und Bäume, auch so ergiebig sind. Wir haben einen neuen Helm auf. Diesen hier. Und des Weiteren habe ich ein bisschen an den Waffen gearbeitet, gebastelt. Ich zeige die euch mal eben. Wir haben einmal die Hauptwaffe. Die schaut jetzt so aus. Und wir haben die Fernkampfwaffe. Die schaut so aus. Und dafür haben wir einen Erfolg gekriegt, dass sie so viele Sterne hat. Hier geht's raus, deswegen brauchen wir nicht weiter zu gehen, sondern können das Ganze in diese Richtung weiter versuchen. Oh. Manche finden diese Kisten, die sind überhaupt nicht hilfreich für die Aufzählung. Blitzohr! Die ist gut. So. Halt, geh weg. Wir schießen keine Sägeträger. Was cool wird, wenn wir irgendwie dran schießen und die wird abprallen. Wo war denn das wegen Spiel? Ich glaube in Gears 5. Ist ein bisschen langsam, also wenn die hier so bewegen, dann ist das ungünstig. Da müssen wir mal ein Stückchen vorziehen, dass wir die gut treffen. Ansonsten, ja, die Konfiguration vorher war nicht so meins. Deswegen finde ich die so besser. Gehört das noch mit dazu? Na, haben wir's? Yep. Ich gehe einmal drum herum. Autsch. Nochmal Autsch. Das ist ein Bierbehälter. Nimm das. Also wenn die schnell sind, ist es ungünstig. Zack, das war er. Hoffentlich ist der viel fein. Weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Aber gut. Da ist nichts drin. Auch nichts drin. Hier ist der. Haben wir zwei. Können wir uns wieder gegen irgendwas resistenter machen. Ansonsten brauchen wir die eigentlich nicht mehr. Die Leiter haben wir gesehen, wir gehen mal den Weg nach oben. Okay, da brauchen wir die Faust.
ist nix. Auch nix und... die war's. Noch eins und dann haben wir's. Spontan gehen wir nach rechts. Einmal nach oben. Gepengt! Funkenflug! Ob wir auch zwei hintereinander treffen würden? Sehr gut. Der hat nichts. Haben wir den zweiten gefunden. Ressourcen drum brauchen wir noch. Alte Weltgerät und zwei Stück. Aber ansonsten läuft's bis jetzt. Wo kam ich her? Hier glaube ich lang. Okay. Wollte mal sicher gehen, dass da wirklich nichts ist. Nein. Ich überlege gerade, ob wir hier wieder die Zone verlassen. Ja, tun wir. Deswegen schnell wieder zurück. Aber ich glaube, das hier gehört noch mit dazu. Sehr schön. Das ist der Tunnel, wo wir gerade drinnen waren. Wir kommen über den Zaun. Leider nicht. Gegner? Weiter so. Sehr gut. Dann... bin gespannt, was hier oben verbirgt. Oder da drüben. Oder da drüben. Ich denke mal, hier drüben wird nicht so viel sein. Aber dann das andere drüben wird sich bestimmt mehr lohnen. Da ist eine Kiste. Habe ich gar nicht gesehen von unten. Ui. Geschafft. Hat uns auch schon mal so eine Runde gefallen. Deswegen freue ich mich da jetzt so ein bisschen, dass wir das geschafft haben. Auf Anhieb. Da ist was. Was? Ist ja nicht so, dass wir hier schon mal waren. Siehst du diesen Plastikkram da drüben? Oh, cool. Das ist der nächste Kram. So, wir brauchen noch drei Kisten und alte Weltgeräte, zwei Stück. Ich gehe noch mal ein bisschen an den Rand. Und wir suchen weiter. Da ist nichts drin. Haben wir ein Gerät gefunden? Hier ist eine Tafel. Was.
Vermutlich war sie einst voll mit Bitten nach Nasenstöpseln. Hier in der Nähe gibt es eine Gasfangbrig. Gehe immer der Nase nach. Hier hat die Toxanol Corporation Gas in Brennstoff verwandelt. Nach einiger Zeit sind davon alle krank geworden. Es lag ihnen mehr am Gewinn für die Aktionäre als am Leben ihrer Arbeiter und Nachbarn. Ein widerlicher Ort. Aber du könntest hier dennoch Spuren finden. Okay. Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ist innerer Frieden. Könntest du auf die Jagd gehen? Hier gehen noch kleine Stückchen nach. Nö, wollen wir nicht. Ich glaube aber, dass hier vorne nicht mehr so viel liegt. Deswegen können wir ganz gerne mal doch den Weg folgen. Da ist ja vielleicht was drin. Sehr gut. Eins gegen eins. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Gehst du auf? Nein, gehst du nicht. Du auch nicht. Mal gespannt, was hier in dem Fahrzeug sich vielleicht versteckt, aber nix. Brauche nicht gespannt zu sein. Hier waren wir schon mal, zumindest grob in der Richtung. Hier irgendwo solltest du nach oben gehen. Ansonsten sehe ich nichts. Soll es sein? Wir waren doch gerade eben schon mal hier. Was habe ich denn übersehen? Das scheint der richtige Weg zu sein. Es ist hoffentlich beruhigend, einem alten Weg wie diesem zu folgen. Beruhigend für dich, meine ich. Ob du es glaubst oder nicht, manche mochten es sogar, obwohl es stank und sie krank machte. Diese Spuren nehmen scheinbar nie ein Ende. Wand, was sich am Ende befindet. Das ist ziemlich eine Höhe. Aber nee, es geht da die Treppen hinauf. Ah, cool. Putzig. Okay. Können wir da raus? Wir brauchen noch. Wo kann der restliche Kram sein? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen eine Kiste und noch was anderes. Aber ich habe weder das eine noch das andere. Die Plage, die das Land vernichtet, muss aufgehalten werden. Gesehen, deswegen. Wo soll es sein? Wir grasen es doch mal so ein bisschen ab. Vielleicht sehe ich noch mal was. Wüsste nicht, wo ich noch gucken sollte. Ärgerlich.
machen wir dann das nächste Mal. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir das nicht finden. Es gibt doch keinen Raum, wo wenn ich reinkomme. Zumindest habe ich keinen entdeckt. Achso, halt, ich wähle das mal aus. Schade. Auch nix. Da waren wir schon mal drin. Schade, dass das nicht mitgewertet worden ist. Ob hier was ist? Nee, da kommen wir nicht rein. Auch nicht. Da auch nicht. Da waren wir. Komisch, komisch, komisch. Dieser gesamte Ort wirkte früher so lebendig. Nee, echt nicht. Wir haben da noch so ein paar Punkte, ich weiß nicht, vielleicht finden wir noch eine Karte oder keine Ahnung was, damit wir es doch noch mal finden, aufwendig machen. Aber im Moment soll es das nicht sein. Es bleibt weiterhin offen. Wir gehen schon mal ganz entspannt zu der nächsten Mission, zumindest da in die Richtung. Auch wenn wir uns jetzt gefühlt entfernen. Was für ein motorisiertes Chaos. Die meisten fänden es wahrscheinlich zu widerlich, um es zu plündern. Ouch. Ich sollte so ein Ouch werden. So, ihr wolltet es nicht anders haben. Hast die anderen beiden fertig gemacht? Echt? Was für ein Treffer. Wir retten dich und meine Kumpels. Sehr gut. Oh, liegt noch ein bisschen was rum. Zack, eingesammelt. Und wir haben hier einen Stufenaufstieg. So ist es schon besser. Freut mich. Ah. Ich wollte gerade dahin gehen, aber das sieht doch ein bisschen größer aus als gedacht. Ich gehe mal ganz grob in die Richtung. Eine Knallfabrik. Hier stellte Toxanol alle möglichen Plosivsachen her, bevor alles in die Luft flog. Doch nicht so groß, wie gedacht. Wir machen es gleich noch mit. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen.
Haut er ab. Das Ding, das es ausmacht. Sehr gut. Ressourcentraum haben wir gefunden. Ich glaube, da ist was von den von der Beute. Jetzt bitte hier rein. Die Wärme trifft einen mit voller Wucht. Ist hier ein Loch drin? Irgendwo. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht rein soll. Sein. Das ist aber ungünstig. Hier oben? Nein, da oben nicht. Schade. Auch nix. Schade. Gehen wir langsam in die Mission oder Richtung der Mission. Und sind dann schon fürs nächste Mal gespannt, was uns da erwartet. Und wie wir die reißen werden. Hier war mir das nichts mehr, das haben wir alles gefunden. Aha. Was ist das hier? Was ist hier denn? Ein Abkanal ist kein schöner Ort und Toxanol hat ihn sogar noch verschlimmert. Das Geräusch von hier unten kam? Ich glaube schon. Das ist ein Fass, das können wir mal ganz gerne ruhen lassen. So, jetzt noch du. Und dann das Geräusch doch nicht von unten gekommen. Der Himmel wird grauer. Gekommen. Es wird jeden Moment heller. Du musst die Stutzen so regulieren, dass sie zusammenpassen. Jetzt, da nichts mehr blockiert ist, kann es ungehindert fließen. War gerade schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es gibt's nichts mehr. Aber wir können ja auch hier runter sehen. Und da gibt's doch noch ein bisschen was.
Okay, waren das jetzt alle? Oh, waren alle. Wir kamen irgendwo von oben, deswegen ist der Weg auch ganz gut. Das ist aus dem besten Kram gefertigt. Stimmt, habe gerade überlegt, einfach runter. Warum sind wir nicht einfach runtergesprungen? Aber da war ja die Flüssigkeit und das mögen wir überhaupt gar nicht, den Clipper. Und deswegen sind wir dort nicht runtergesprungen. Jetzt noch einmal da hochgehen. Noch das ein bisschen mitnehmen. Autsch. Kannst du wieder aufhören? Okay, nur noch 7. Wobei die Fähigkeit haben wir noch nicht abgeschlossen. Deswegen haben wir dann noch Zeit, bis wir das holen. Da geht es in die Richtung weiter und es gibt, glaube ich, einen Schnellreisepunkt. Den entdecken wir mal eben, oder? Wir machen mal das. Hatten wir noch nie gemacht. Von Ewigkeit war ich mal so einen ewigen Punkt. Nicht ewigen, ähnlichen Punkt. Da habe ich mich für die falsche, was heißt falsch, für die andere Seite entschieden. Da hing der noch ein Weilchen dran. Ich glaube, der ist jetzt immer noch davor und wartet, dass er raus kann, aber so schnell nicht. Hier könnte zu jeder Tageszeit ein Monster schlummern. So viele Wesen sind tagsüber aktiv. Oder meint ihr das Monster? Au. Sehr gut. Habe ich denn eine Fußsohle am Kopf? Warum? Wir gehen noch mal ein bisschen weiter rum. Muss noch ein bisschen was rumliegen. Da ist nichts. Da ist Wasser. Den holen wir noch schnell. Steck den Schlüssel hinein. Was ist was? Areal doch sehr weitläufig. Hey. Das sollte dir länger dienen als andere Waffen. Okay. Keine Ahnung, was das ist, aber schön. Lass dich nicht von all der Zerstörung ablenken, die tagsüber sichtbar ist. Das brauchen wir. Wir brauchen, glaube ich, noch 3 oder sowas. Also jetzt 2.
das lief hier gerade ganz gut. Und dann... Ach, geht nicht hoch. Dann können wir uns jetzt die böse Fähigkeit sichern. Aber bis dahin dauert es noch ein Weilchen. Denn da brauchen wir die 7 anderen Teile. Wo soll denn das Geld sein? Ah, da. Ich glaube, das hier ist es. Nee, ich glaube, das war es doch nicht. Schade. Vielleicht noch eine Mission oder was ähnliches? Nein, das ist nix. Sehr gut. Hier ist die nächste Mission. Die machen wir beim nächsten Mal. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Da vorne liegen Reifen und noch andere Kram. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst. Guck nicht hin. Okay. Den machen wir beim nächsten Mal besuchen. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.